So, wir machen weiter hier an der Stelle auf dem Marktplatz, denn ich bin mit Kuano noch ein bisschen rumgelaufen und habe sehr viele Leute beklaut und natürlich sehr erfolgreich, weil wir so gute Talent, so einen Talentwert haben. Und wir haben mittlerweile wieder 26 Dukaten und 2 Heller. Und wir wollten mal die Torvala besuchen. Okay. Ah, da ist auch gleich der Treidelpfad. Das heißt, wir können... Ja. Okay, die beklaue ich später. Wir können... Was für eine komische Gegend. Nach diesem... Selbst die Holzfäller fahren hier auf Schiffen herum. Das sind Torvala. In Havena habe ich schon öfter solche Kerne und ihre Schiffe gesehen. Also, was die im Schilde fahren. Hey, ich will meinen, er will uns eine aufgetakelte Landratte einen Besuch abstatten. Nun, was macht ihr Schiffsratten hier so weit entfernt von eurer Heimat? Mal wieder ein richtiges Bad nehmen, will ich meinen. Haha, gut gekontert, das wohl. Du verstehst es, einen Torvaler richtig zu begrüßen. Nu, wenn du was willst, red mit Ino, dem Moha dahin. Der hat hier das Sagen. Okay. Ah, können wir nicht über diesen blöden Baumstamm rüberspringen? Na gut, aber dafür hat man dann ja wieder andere Spiele, ne? So, den hatten wir. Da haben wir Ino. Was führt dich in unser Lager, Zwerg? Sag, was du zu sagen hast. Ah, wahrscheinlich ein befreiter Sklave, ne? Meine Beine und meine Neugier, wenn's recht ist. Weshalb seid ihr hier? Wir kamen hierher, weil unser Kapitän es so befohlen hat. Wer ist euer Kapitän und wo steckt er? Ich sehe ihn nicht. Kapitän Aslai Fogwulf, Phileas, befahl uns, im Lager zu bleiben, während er einige Orte entlang des Flusses erkunden wollte. Allein. Doch, allmählich sorge ich mich. Er ist schon zu lange fort. Sorgt euch nicht länger. Ich werde nach ihm suchen. Habt ihr denn eine Ahnung, wo er stecken könnte? Geh in die Wildnis, um die Zollfeste Türstein. Dies ist der Ort, den meine Träume ihn wiesen. Ich hoffe, du findest ihn, wenn er noch dort ist. Okay. Wir haben schon die Wildnis hinter dem Wirtshaus durchsucht und jetzt haben wir einen Grund dafür. Als wenn ich es gewusst hätte. Dazu würde ich gerne mehr wissen, bevor ich mich auf den Weg mache. Na schön. Was willst du wissen? Was hat es mit diesen Träumen auf sich? Wenn ich das nur wüsste. Oft finde ich mich im Dunkel wieder und höre diese Stimmen. Manchmal sprechen sie als eine Stimme. Ein anderes Mal ist es, als würde all diesen Stimmen gegeneinander reden. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Noch was sucht Kapitän Fogwulf eigentlich? Und warum lässt er sich durch eure Träume leiten? Der Kapitän sagte, dass meine Träume mit der Bitte eines Freundes zu tun hatten. Mehr wollte er nicht preisgeben. Ich hoffe, dass dieser furchtbare Spuk wieder aufhört. Wenn er gefunden hat, was er sucht. Das Wasser sieht echt hübsch aus. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Entschuldigt, aber weshalb zieht ein Moha mit einer Truppe Seefahrer aus Torval umher? Bamya Ramu, eine lange Geschichte.
Na, den du da fragst. Vor allem aber auch eine, die ich Fremden nicht so einfach auf die Nase binde. Sagen wir einfach, ich habe meine Gründe. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Hauptdank, ich ziehe nun besser weiter. Auf bald. Finde Kapitän Filiasson, wenn das nicht mal ein wenig episch ist. Na, was hat der Inu erzählt? Ach, will's gar nicht wissen. Hast du Lust, Pott des Flussvaters, um ein paar Münzen zu spielen? Mir ist echt langweilig, wie einem Stockfisch beim Trocknen. Pott des Flussvaters, was soll das sein? Jeder legt 3 Dukaten in den Pott hier. Dann rollen wir beide einen Würfel, der mit der höheren Augenzahl gewinnt. Bei Gleichstand geht der Pott zum Flussvater. Okay, der hat mit dem Flussvater zu tun? Ach, einfach nur höher würfeln, okay. Zum Flussvater. Wir werfen das Geld in den Fluss. Das wohl. Na, mit Taschendiebstahl nachhelfen, da sind wir ziemlich gut drin. Lifehacks, lass die Würfel rollen. Dann mal los. Beißwaffen hier, eine 6. Taschendiebstahl Kuano. Ich habe eine 6. Gleichstand. Ein Hoch auf den Flussvater. Okay. Bei Fex kommt noch eine Dann Runde. Dann mal los. Orkendreck, eine 1. Du hast gewonnen. Ha, alter Skagmarder. Okay, wir haben 6 Dukaten schon gewonnen. Ist das hier mit unserem hohen Taschendiebstahlwert auf 13, 15, 15 oder auf was wir da werfen, nicht irgendwie auch ein bisschen Exploit? Mal gucken. Dann mal los. Das ist doch was, eine 4. Ich habe eine 6. Du hast gewonnen. Ha, alter Skagmarder. Dann mal noch mal eine Runde. Ha, eine 5. Na, ja, ich hab halt wieder eine 6. Du hast gewonnen. Ha, alter Skagmarder. Dann mal los. Orkendreck, eine 1. Du 6. hast gewonnen. Ha, alter Skagmarder. 15 Dukaten schon. Wollen wir noch eine Runde spielen? Dann mal los. Mehr wäre besser gewesen. Eine 3. Ich habe eine 3. Gleichstand. Dann ein Hoch auf den Flussvater. Genug, ich muss weiter. Okay, wir haben 32 Dukaten. Okay, den Typen können wir die ganze Zeit betrügen. Na, willst du den Schluck? Na klar, was gibt's denn? Ein Trinkspiel, aber ohne Einsatz. Es sei denn, du zählst deine Ehre als Einsatz. Wir beide trinken gegeneinander. Okay, wie lauten die Regeln? Wir trinken abwechselnd einen Krug aus dem Fass mit bestem Blauzungenfeuer. Nach jedem Krug wiederholen wir einen Satz, den der andere vorgibt. Oh Gott. Lass uns beginnen. Das höre ich gerne. Hier dein Krug. Leere ihn mit einem Zug und höre. Das Zeug hat seinen Namen nicht umsonst. Höre, Jovala Hugdorns dort hier ihre Blagen sollen sich niemals auf des Flussvaters Wogen wagen. Tja, man könnte jetzt einfach hier Handyfotos machen und dann einfach das, ja. Aber wir machen es ehrlich, auch wenn wir vorhin betrogen haben beim Taschendiebstahl. Jovala Hugdorns dort hier ihre Blagen sollen sich niemals auf des Flussvaters Wogen wagen, okay? Ach so, da müssen wir über dann K.O.-Proben machen, okay. Warum ist denn das O klein hier? Jorala, Dornstadt hier, ihre Blagen sollen sich niemals auf des Flussvaters Wogen wagen. Wohlan, hört, hört. Nun bin ich an der Reihe. Boah, weiß Waffnir. Das Zeug ist fast so schrecklich wie horasischer Wein. Was soll's? Nun, ich höre. Toast. K.
Okay, es klingt ein bisschen unaventurisch. Fischers Alrik fängt frischen Fisch fängt Fischers Alrik. Fischers Alrik fängt frischen Fisch. Fischers Fisch fängt Alrik fängt ihn. Du hast mich mit deinem Zungenbrecher der anderen Sorte überlistet. Hoch auf den Gewinner. Mhm. Wer kann, der kann. Du hast das Trinkspiel gemeistert und dir meine Antworten redlich verdient. Erzähl mir von dieser Jurala Hugdorns dort hier und ihren Plagen. Als wir den Fluss hier hochfuhren, da schlugen die Wellen plötzlich so hoch, dass wir fast über Bord gespült wurden. Und nur das Geschick des Kapitäns hielt uns über Wasser. Später war uns klar, das war alles Torstor Orms Schuld. Ich will meinen, du redest über mich. Ach, nichts, Orm. Behalt lieber weiter den Fluss im Auge. Verstehe ich nicht. Was hat das alles mit meiner Frage zu tun? Weißt du, Torstorn ist ein Nachfahre der Jurala Hugdorns dort hier. Die wurde einst vom Flussvater für einen Frevel verflucht. Worin dieser Frevel bestand, ist heute niemandem mehr bekannt. Nur, dass ihre Nachkommen es vermeiden sollten, den großen Fluss zu bewahren. Stimmt, daran erinnere ich mich. Die Torwaller und der große Fluss, da gab es ein Problem. Ich habe noch was. Gern, frag nur. Ich gehe dann mal. So, können wir hier nochmal weitermachen? Na, was hat der Inu erzählt? Ach, will's gar nicht wissen. Hast du Lust, Pott des Flussvaters, um ein paar Münzen zu spielen? Mir ist echt langweilig, wie ein Stockfisch beim Trocknen. Kann ich dich etwas fragen? Fragen stellen bei Inu, Münzen verlieren bei mir. Alles klar, mein Freund? Na, was hat der Inu erzählt? So, machen wir mal. Ach, jetzt geht's dann mal los. Orkendreck, eine Eins. Du hast gewonnen. Ha, alter Skagmarder. Dann mal los. Orkendreck, eine Eins. Du hast gewonnen. Ha, dann mal los. Beißt Gleichstand. Oh. Ein Hoch auf den Flussvater. Dann mal los. Das ist doch was, eine Vier. Du hast gewonnen. Ha, okay, das kann man hier wirklich unendlich lang machen. Mehr wäre besser gewesen. Eine Drei. Du hast gewonnen. Dass der nicht mal irgendwie... Das Gagmaler. Dass der nicht mal irgendwie... sich irgendwas denkt hier. Orkendreck, du hast zu oft gewonnen. Oh. Das waren die letzten Dukaten aus meiner Börse. Okay, ja, das war die Antwort, die ich wissen wollte. 41 Dukaten. Damit kann ich nachher auf jeden Fall noch ein bisschen was anfangen. So, sagt uns der noch was? Hey, Asgard, hast du Lust auf ein wenig Raufen? So ein wenig Sköra weckt die Lebensgeister. Wo ist Raufen? Mit wem denn? Nur mit dir, mein Freund. So lernen wir uns besser kennen und unsere Fäuste können ein wenig Übung vertragen. Und wer verliert, zahlt einen Dukaten. Wir sehr nach ihm. Na, dann geh besser zu Inu. Ich hab jetzt nur Lust auf eine ordentliche Rofferei. Ja, dann lass uns loslegen. Nur Fäuste, keine Waffen, keine Magie. Wer umgeht, zahlt. Und wer den Ring verlässt, auch das Wohl. Dann los. Baut den Ring auf, Jungs. Nur Sköra. Okay. Na, wie gut sind wir denn? Ups. Raufen immerhin 9-10, ja. Lass gut sein. Ich will meinen, du hast tapfer gekämpft. Aber du kannst dich kaum mehr auf den Beinen halten. Ja. Ja gut, was ist schon ein Dukat? Oh, oh. Hey, ihr da! Ihr habt doch gerade mit den Torwallern gesprochen. Ja, offensichtlich. Ich soll den Torwallern eine Beschwerde überbringen. Aber
Vielleicht könntet ihr das ja übernehmen, da ihr sie zu kennen scheint. Ach. Ja, wisst ihr, die Torwale haben eine unbescholtene Bürgerin angegriffen und ausgeraubt. Die ehrenwerte Kartenhändlerin Travina Eisenwalder. Moment. War das nicht die, die uns mit dieser blöden Karte in die Falle gelockt hat? Und wer steht da hinten überhaupt? Ist das dieser Räuber da? Ach, Leute, es gibt so viel zu tun. So, die Kartenhändlerin. Das ist interessant. Ja, bitte richtet den Torwalern aus, dass sie hiermit verwarnt sind und das nicht nochmal machen sollen. Oh, das ist ja nett. Oh, der da hinten mit diesem Geweihhelm. Wir haben doch auch diesen Geweihhelm von diesen Schurken, ne? Das ist... Nein, der geht weg. Ich werde ganz sicher mit den Torwallern über die Kartenhändlerin sprechen. Gehabt euch. Ach, nicht so. Ja. Der Typ da hinten, das ist bestimmt dieser... auch schon wieder Schatzsuche. Die Kartenhändlerin, von der ich jene hinterhältige Schatzkarte bekommen hatte, ist wohl mit den Torwallern in ihrem Flusslager aneinander geraten. Laut einer Stadtwache sollen die Burschen sie angegriffen und ausgeraubt haben. Sicher wäre es sehr interessant, dieser Geschichte nachzugehen. Ich würde zu gerne wissen, was zwischen den Torwallern und der Kartenhändlerin vorgefallen ist. Ich sollte zu ihrem Lager am Fluss gehen und sie fragen. Okay. Dann also nochmal zurück. Mal gucken. Habt ihr gesehen, wie wir dieser Kartenhändlerin heimgeleuchtet haben? Ich habe mich gerade erst umgedreht, Leute. Nein, gesehen habe ich es nicht, aber sie hat sich bei der Wache beschwert. So sieht die aus, das will ich meinen. Erst versuchen, uns mit einer falschen Karte über die Planke zu hauen und dann sich bei der Wache beschweren. Ha! Dafür haben wir ihr eine andere Karte abgenommen. Die sieht echt aus. Die Olle hat sogar am Rand Sachen gekritzelt. So, jetzt wäre hier fast mein Zeug umgefallen. Okay. Was wollt ihr mit der Karte jetzt machen? Ach, ich kann das Gekritzel nicht lesen. Nimm du die Karte und versuch dein Glück. Und wenn du was findest, gibst du uns was ab, klar? Ah, die gefallen mir. Oh, gut, so machen wir's. Finde den ersten Ort auf der Karte. Moment. Wo ist der denn? Der Weg, der auf der Schatzkarte erklärt wird, beginnt auf der Zollfestungsinsel Thurstein bei der alten Anlegestelle. Von dort aus dürfte der beschriebene Weg leicht zu finden sein. Okay, ist das jetzt wieder dieser Weg, den wir kennen? Reise zur Zollfeste Thurstein, jedoch nicht zu dem großen... Okay, das ist ja... Machen wir. Das lesen wir dann nochmal, wenn die Quest gerade da ist. Also, wenn ich das dann gerade mache und da ankomme und da gerade Lust drauf habe. So. Ne, genau hier. Odo Beckerbold, gesucht wegen Wegelagerei auf dem Treidelpfad zwischen Nadorit und Ferdok. Ja. So, falls der irgendwelche Leute dabei hat. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Aber ich habe ja noch für über 7 Dukaten eine albandanische Armbrust gekauft. Die unser guter Thorgrim hat. Aha. Was willst denn du, Direkt in den Kampf gehen? Hey, bist du nicht der gesuchte Odo Beckerbold? Ja, wer hat dir das erzählt? Naja, du wirst es zumindest nicht weitererzählen. Aua! Tja, der ist ziemlich angetrunken. Hat er irgendwie Leute dabei? Scheint erstmal nicht so. Ja. Okay. Wir machen das jetzt mal so. Kuano
du gehst mit einer Finte und danach einem gezielten Stich rein. Du schießt mit zwei gezielten Schüssen. Du schießt richtig schön mit zwei Pfeilen und einem gezielten Schuss hinterher. Ja. Und du, mein lieber Thorgrim, naja, du bist in Armbrust noch nicht so gut, ne? Egal, trotzdem, du hast eine sehr starke Armbrust. Oh, das wird einfach. Oh, das ist einfach. Ah, geil. Liegt am Boden und kriegt nochmal was rein. Ja, vorgeben kannst du lassen. Kriegt nochmal was rein. Steht er denn wieder auf? Und der Käfer. Also, was können wir denn hier so schön looten? Na, ein bisschen Silber, sehr schön. Salbenfett. Verbände nimmt sie als unsere Heilerin. Odo Beckerbolds Ring. Ein Ring mit dem Familiensiegel der Familie Beckerbold, den ich von Odo Beckerbolds Fingern gezogen habe. Er ist der Beweis dafür, dass ich den Wegelager zur Strecke gebracht habe. Okay, abgebrochene Flasche. Diese abgebrochene Flasche ist eine gefährliche improvisierte Waffe. Okay. Ja. Ja. Okay, das war jetzt wirklich einfach. Ja. Okay. Finde Kapitän Filiasson. Stimmt, der ist bei der Zollfeste Thurstein, genauso wie die Schatzsuche, die ist dann da auch. Dann haben wir noch die ganzen anderen Sachen. Und dann haben wir noch den neuen Ort. Und mit den Elfen haben wir auch noch einen neuen Ort. Wir haben aber... Achso, wir haben auch ganz viel Gold. Das gebe ich dann später aus. Wir haben aber auch... Wir haben aber auch noch diesen Magierturm mit dem Leuchten. Also zu den Elfen möchte ich natürlich eigentlich offiziell sehr gerne, weil da, weil Ardo da halt eigentlich ein bisschen leidet gerade. Aber vom Spiel her ist es natürlich egal, ne? Da hat er sicher ein paar Dukaten für Mietklingen wie uns übrig. Was für ein Irrer bist du, dass du der Boronskrone dienen willst? Im Sintotal soll Al-Anfa nur gesiegt haben, weil Honak selbst ein Wunder Borons gerettet hat. Und wenn sich der Schatten des Schweigsamen auf ein Schlachtfeld aufgebe, ich lieber ein Das mit den Elfen, okay, mache ich dann, glaube ich, ein bisschen später. Also erstmal das mit dem Magierturm. Um das zu tun, braucht er aber erstmal Dukaten. Wenn die mal nicht alle bei dem Überfall auf das Land. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Ich möchte etwas trinken. Zeigt mir das Angebot. Lass dich doch von den Wüstenmännern anheuern, wenn du Okay. Allianz hast. Das ist dann Abu egal. So, es gab ja noch dieses Mädchen, das Vergiftete, ne? Aber... weiß gar nicht. Gegengift? Wir haben ja gar nicht so ein richtiges Gegengift, ne? Da ist noch ein Wirt, okay. Oh, jetzt kann man da wieder nicht hoch. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo dieses Mädchen war. Vielleicht können wir das einfach... Ah! Gulmund-Tee verabreichen. Ah, geil. Ja, solche Nebenquests vergesse ich halt oft. Ohne eure Hilfe wäre ich sicher. Ich mag nicht mal daran denken.
Wegen so einer Dummheit. Ja, du stehst jetzt hier aber auch schon sehr, sehr lange rum. Schön, dass es euch jetzt wieder besser geht. Hier, bitte nehmt diese Kleinigkeit als Geschenk. Es ist alles, was ich habe. Ja, nur weil ihr darauf besteht, ihr solltet euch trotzdem etwas ausruhen. Ja, das werde ich tun. Ja, gut, für uns ja. Danke. Ja, 5 Silber sind für so ein Dorfmädchen jetzt aber auch nicht so wenig. Okay. Wo ist denn hier der nächste Schnellreisepunkt? Ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit dem Magierturm ist. Ja gut, da ist schon das Nordtor, ne? Erstmal dahin. Oma Otto. Ja. Ich mach das. Was? Ach nö. Hm? Komm schon. Ich habe das ganze Feuerfliegengift auch verkauft. Ja. Na, wobei, komm. Geh in den Nahkampf mit dem Schlag. Was? Ich glaube, so viele Lebenspunkte haben die nicht, dass die irgendwie. Ja. Was? Kleiner Giftbeutel. Leider ist das Gift zu schwach, um es sinnvoll zu verwenden zu können. Vielleicht ist es ein heller Wert. Ja gut. Kann man jetzt hier jede einzelne Feuerfliege auch noch... nee. Okay. Was? Wird man hier in der Liebeskunst noch gestört? Ah, Emblem des Nordens wieder. Ach genau, das hatte ich glaube ich gar nicht erwähnt. Ich habe... Genau. Genau das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Ich habe nämlich bei der Diebestour letztens auf einmal Emblem des Westens gefunden und auf einmal irgendwie eine Quest erfüllt und jetzt nochmal Emblem des Nordens. Was soll denn das, Leute? ...38 Schaden! Naja, ist halt ein Andergasser, ne? Vielleicht war das... ...ein glücklicher Treffer. Na? Na, komm. Ach, Leute. Na, wo war denn jetzt das Ding da? So. Ja? Du machst einfach nochmal. Hilfreiche Tatze. Adlerauge. Armer Trutz. Man weiß ja nie, was so passiert. Und wir jetzt kommen nochmal Feuerfliegen. Oh, da kommen schon wieder welche. Das kann ja wohl nicht angehen. Und natürlich macht keiner was, ne? Also bei Gothic oder so. Oh Leute, das kann auch wohl nicht angehen jetzt. Na gut, ich glaube, so viel brauche ich da jetzt gar nicht machen. Aber immerhin war es gut, dass ich nochmal. Hier den Käfer geholt habe. Dass die immer diesen Schuss noch zu Ende führen. Ach genau, genau. Wir haben ja diesen Typen jetzt gekriegt. Das heißt, das war, glaube ich, aber da hinten der Zeugwart, ne?
Wie wäre es mit Rüstzeug oder einem guten Schwert? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Ah ja? Hier ist der Beweis für Odo Beckerbolts Ableben. Wunderbar. Und hier ist die Belohnung. Ach geil, wir haben den Steckbrief auch abgegeben. Gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Gibt es etwas für mich zu tun? Wir haben hier ein paar Steckbriefe für eine Bande der übelsten koscher Verbrecher, die sich in der Gegend herumtreiben sollen. Die berüchtigte Beckerbold-Bande. Drei gerissene Brüder und ihre Mutter. Nimm dich vor diesem Gesindel in Acht. Es sind alles üble Räuber, Halsabschneider und Mordgesindel. Schau dir die Steckbriefe gut an. Sie enthalten immer Informationen zu dem Gesuchten. Der Steckbrief für den mittleren Bruder, Bodo Beckerbold. Ein Scheusal. Mach ihn auf jeden Fall dingfest oder mach seinem schändlichen Treiben ein Ende. Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Das wird halt immer heftiger von Mal zu Mal. Mal sehen, ob ich den Kerl aufspüren kann. Gibt's denn sonst noch was? Interesse an neuem Rüstzeug? Danke, kein Bedarf. Wenn du etwas willst, sprich mit dem Hauptmann. Ja. Kann ich behilflich sein? Nur zu? Irgendwas? Nun denn, gibt es sonst... Gut, okay. Da war nichts wirklich mehr. So, wir haben nochmal einen Steckbrief bekommen. Emblem des Nordens. Lohnesziel für einen Taschendieb. Wahrscheinlich gibt es dann Osten und Süden auch noch. Und dann haben die das dann extra schon so gemacht, dass man, wenn man überall rumklaut in der Stadt, dann entsprechend ja, besser wird. Bodo Beckerbold, gesucht wegen Wegelagerei vor den Toren Nadoretz, außerdem Brandstiftung am Tempel des Praios. Vor den Toren Nadoretz. Puh, da muss man wahrscheinlich ein bisschen rumsuchen. Vielleicht suche ich dann mal nachher noch außerhalb der Aufnahme so ein bisschen. Okay, was war denn noch? Also, Zollfeste Turstein, Elfen kommt noch. Nochmal Elfen. Und nochmal Zollfeste Turstein und noch ein neuer Ort mit diesem Jagdgut. Das mit dem Jagdgut, ich erinnere mich, glaube ich, grob, das konnte man dann auch irgendwann zwischendurch machen. Ich glaube, das war mehr so ein Nebenort. Das wäre schon irgendwie ganz logisch, dass man erstmal Ardo dahin bringt zu den Elfen, ne? Ich bin schon sicher, dass man hier alles Mögliche noch machen kann und nicht dann einfach irgendwas zu ist und du es nie wieder machen kannst. Und wenn, dann sagen sie vorher, wenn du an diesen letzten Ort hier im Spiel gehst, dann darfst du nichts mehr machen und überlege dir, ob du vorher nicht noch irgendwie Dinge zu Ende bringst. So ist es ja meistens. Ja, ich denke, ich würde jetzt einfach mal an der Stelle hier den Cut machen. Und dann noch so ein bisschen rumkaufen und steigern und diesen Bodo suchen. Dann machen wir, denke ich, an der Stelle weiter, wo ich vielleicht diesen Bodo dann auch gefunden habe. Okay, dann erstmal bis hier und bis zum nächsten Mal. Ja.